Hey, ihr super ansehnlichen sterblichen Hüllen da draußen. Ich bin der Bruger und ihr seht hier Mortal Shell. Ist jetzt in der Beta verfügbar. Ich weiß nicht, ob es closed oder open ist. Ist ja auch egal. Ihr könnt euch das gerne vorbestellen über den Link in der Videobeschreibung. Und ich bekomme ein paar Cent dafür. Mehr als ein paar Cent bekomme ich von meinen lieben Kanalunterstützern. Die lese ich gerade mal vor. Das wären For You, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Goku, Capsule Daiju, Aitobi 1337, Encore 90, Erasion Korani, Finnegan Augiron, Caruso, Leon der Meddler, Lodesh Luna, LTC Delta, Mikirin DLCT, Mr. Numdos, Nico L, Nixstar, Patrick K, Rex Beast, Romana Sonntag, Rufus Platus, Simon K., Soradamin, The Phoenix, Thomas L., True Chaos, TWD Mr. Wayne und Vengador. Haha. Ja, ich hab's mal alphabetisch sortiert, endlich. Das mache ich ja immer im ersten Part. Ich bedanke mich bei meinen Kanalunterstützern. Ich weiß übrigens gar nicht, wie lange das jetzt hier geht, die Beta. Wir starten einfach mal rein, Leute, würde ich sagen, und leben gemeinsam. Ich schneide es dann einfach zurecht. Ich werde jetzt nicht so einen ewig langen Part draus machen. Naja, viel Spaß mit Mortal Shell. Okay, wir sehen ja ganz schön abgeranzt aus. So, ich hoffe, das geht mit dem Aufnehmen. Ich kann das leider nicht mit Shadowplay aufnehmen, da macht es irgendwie gerade Probleme. Das ist nur am Knacksen und Knarzen. Moment mal ganz kurz. So, jetzt müsste es ein bisschen besser laufen. Ja, wie gesagt, mein Aufnahmeprogramm, mit dem ich das immer mache, ist gerade so ein bisschen doof. Hier richtig? Wie ich aussehe, oder? Ah. Aber es sieht irgendwie ziemlich geil aus, finde ich. Also es hat ziemlich coolen Stil. Oha. Was? Harden. Du hast die Fähigkeit, deinen Körper zu verhärten. Aha. Verhärten verhindert den Schaden von Attacken, aber kann schnell gebrochen werden, wenn du physischen Schaden nimmst. Mit LT kann ich Harden machen. Okay, das ist komisch. Ah, alles klar. Unten sieht man es, das X. Und jetzt... Oh. Okay, das ist auch mal ein interessanter Weg zu blocken, das Ganze. Das ist so abgefahren irgendwie. Alles sehr, sehr trist, aber irgendwie auch ein cooler Stil. Okay, das Hollowed Sword. Heavy Sword with a Hollow. Edit Center. Aha. Also ein Beihand. Nee, so ein Claymore, würde ich mal sagen, ist das, oder? Ist schon wieder einer. Harden while attacking. Du kannst in den meisten Situationen Härten benutzen, sogar wenn du angreifst. Experimentiere damit herum. Ja, kann ich machen. Alles klar, ich kann angreifen und dann direkt dieses Härten. Ah, cool. Wenn ich das einmal mache, oder das Tutorial, dann verschwindet der. Also es ist kein richtiger Kampf, es ist nur so ein bisschen Sparring hier. Okay. Also es sieht halt echt schon mal ziemlich cool aus. Und es ist halt auch so ein ganz... Würde ich sagen, auch jetzt hier das Menü, dass man so ein bisschen rauszoomt. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ach, warte mal ganz kurz.
Wir haben Shells. Okay. Undiscovered, undiscovered, undiscovered. Oh, Leute, ich ahne was, aber warten wir mal ab. Ach hier, mein Kompendium. Ja. This cumbersome sword appears broken or perhaps unfinished. Piston-like mechanism is buried deep inside. Krass, Leute, das wirkt schon mal sehr, sehr, sehr ambitioniert. Ich hoffe mal, die können das so durchziehen. Mortal Token. Ein Token, das die Verbindung mit der Welt der Sterblichen verbindet wird. Familiarity, was... Also ich muss mich erstmal rantasten, so ein bisschen. Nutze den Gegenstand, um seine Wirkung zu offenbaren. Also 10-mal oder mehr benutzen, um weitere Details über den Gegenstand zu bekommen. Ah, ja, also ein Gegenstand, der eine Verbindung schafft zur Welt der Sterblichen. Ah, den nächsten Schaden, den ich bekomme, während ich Härten benutze, wird in Heilung verwandelt. Das ist ja geil. Muss man ja erstmal wissen. Oh, Running Attack. Haha, das gefällt mir. Nee, so funktioniert es nicht wie in Dark Souls. Du den Stick vorschnalzen lassen. Das geht nicht, leider. Also muss ich sprinten. Ah, noch so ein Token. Save ich mir aber, glaube ich, auf diesmal. Ja, es ist schon mal richtig nice, wie junge Leute sagen würden. Richtig nice. Oh, oh. Oh, gegen den muss ich jetzt bestimmt richtig kämpfen, weil jetzt auf einmal habe ich eine Ausdauerbar und eine Lebensenergie. Haddern! Haddern nicht! Ich nehme überhaupt Schaden. Ein bisschen. Ich glaube, den soll man nicht schaffen können, der ist einfach zu stark. Nee, da bekommt ihr nicht mal Schaden bei dem Schlag hier. Er macht schon mal vor, wie es gehen soll, ha? Mit dem Härten und so weiter. Das ist schon fies. Aber ich mag es ja, wenn Kampfsysteme nicht direkt so super simpel und einfach sind. Also das ist schon mal ein ziemlich frischer, geiler Ansatz. Was ist das? Ah, okay. Ja, ich hab... Also ganz ehrlich, als ich den Protagonist oder was auch immer das ist gesehen habe, habe ich direkt so ein bisschen an Scorn gedacht. Dieser abgefahrene Shooter, der da bald rauskommt, hoffentlich, irgendwann. Aber jetzt gerade finde ich das noch besser, weil es hat wirklich so ein ganz eigenes Ding auf einmal. Also so, weiß nicht, das mit dem Harden und so weiter, dass man das im Kampf benutzen kann, ist schon ziemlich...
Ziemlich geil. Was? Inhabit Unknown Shell, okay. Ah, die erste Shell. Cool, ich dachte es mir schon. Was tarnischt Ziel? Als du erwacht bist, hast du instinktiv mit deiner Hand nach unten gegriffen und du hast ein Objekt gefühlt, das dir sehr bekannt vorkommt. Das tarnischt Ziel ermöglicht es dir zu parieren. Aha, und ihre Attacken zu, also die Gegner bei den Attacken zu unterbrechen. Das Siegel warnt dich auch vor ankommenden unparierbaren Attacken. Ah, cool. Ich sag ja, also. Klar kann man jetzt wieder sagen, ja, wieder so ein Souls-like. Ah, diese dummen Spiele, ne? Immer diese Souls-like. Fällt denen nichts ein? Ja, doch. Denen fällt gerade einiges ein, finde ich. Was? Seal Infusion Healing. Also das Siegel scheint mit einer Macht erfüllt zu sein. Es gibt dir die Macht zu parieren und einen Gegner mit einem Gegenangriff eben anzugreifen. Das Siegel braucht Resolve. Ja, du harnest hat schon Infusion, also ich brauche Resolve. Und wenn ich so eine Riposte durchführe, dann wird es mich heilen. Geil. Bekomme Resolve, also dieser orangene Balken wahrscheinlich, indem du Gegner angreifst, ja, um deine mächtige Waffenfähigkeit zu nutzen. Was? Weapon Ability? LB und RB. Krass. Dieser Mann ist mehr als nur ein Schal. This man is just more than just a sleeve. Aha. Tarnished Seal, da haben wir es doch. Ja, dieses Symbol. Es ist Symbol und Waffe. Das Siegel ist rostig und dreckig. Ein Symbol der Ewigkeit. Dieses Symbol ist ein. Nur noch ein blasser Schatten von sich. Von seinem ehemaligen Selbst. Wie sagt man da nochmal? Da gibt es doch so eine Redewendung. Ja, egal. Aber ein Puls... Was? But the edging pulse when blood slicks its face. Okay. Ja, ich werde jetzt nicht alles übersetzen. Ich könnte eh wetten, das kommt auch auf Deutsch, natürlich. Und Lore haben wir auch noch. Uiuiuiui. Ich sag ja, es ist sehr ambitioniert. Ich hoffe mal, die können das wirklich so durchziehen. Seid ihr Feinde? Ja, natürlich seid ihr Feinde. Ich sehe doch, dass da eine Falle liegt. Glaubst du, ich bin blöd, oder was? Kannst du da reinlaufen? Okay, warte, was? Eine einfache Laute. Sag bloß, ich kann... Warte mal, kann ich jetzt Musik machen? Das wäre der Hammer. Übung macht den Meister. Okay, ich muss das jetzt echt 10-mal spielen, das Teil, ja. Nein, jetzt habe ich das... Ich wollte die Laute benutzen. Ja komm, das mache ich mal eben so 10-mal. Das geht ja schnell, wenn ich es immer abbreche. Practice makes perfect. Aber finde ich cool, dass ich durch den Gegenstand jetzt so eine Art Buff bekommen habe und wenn ich jetzt... Ja, wenn ich jetzt hardene, also... Was kann man das vergleichen? Also blocken ist es ja nicht wirklich. Es ist ja mehr so ein Meat Shield, obwohl es halt Stein ist anscheinend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon eine geile Fähigkeit. Bin mal gespannt, inwieweit man das noch ausbauen kann vielleicht später. Ja, und wir sehen auch unten rechts die Symbole. Also wir haben einmal so eine Art... Ich kann es gar nicht erkennen. Also rechts ist so ein Auge. Und unten links davon... Was könnte das sein? So ein Säckchen mit Geld vielleicht? Oder Staub? Boah, die Anzeigen könnten noch mal ein bisschen schneller verschwinden, oder? Maxed. Alles klar, wir haben die Laute gemaxed.
Practice makes perfect. The sheer audacity incites enemies to violence from a great distance. Ah, damit kann ich Gegner verspotten, dass die herkommen und mich angreifen, ja? Warte mal, das versuche ich mal. Ob ich mal vielleicht einen anlocken kann. So eine Art Taunt ist das dann, ja? Oh, da kommt er schon. Ich glaube, das war dann nicht so cool. Da ist noch eine Falle. Du siehst fies aus, komm her. Schön in die Falle, Jung. Oh, was? Aua. Komm her. Das ist ja sehr träge. Boah, das mit dem Parieren ist auch ein bisschen knapp mit dem Timing. Gut, dann halt so. Oh, ich habe ein Item dazu bekommen und ein paar von den Münzen oder was. Ach, Thea ist das. Thea und Glimpses. Hab da oben rechts gesehen übrigens. Thea and Glimpses. Also Augenblicke oder was? Ein Glimpse ist ja ein Augenblick. Hey. Ganz schön, du. Aua. Die kleinen Kerle, die machen dafür, dass du nur so kleine Kerle sind, schon gut Schaden, du. Ein Weltcap. Flourishes where blood is spilled. Dass die Fallen direkt wieder scharf sind, ist auch ein bisschen krass, oder? Was? Rotten Food. Ach, der wächst jetzt nach, der Pilz, weil da so ein Kreis außenrum. Ah, das ist ja cool. Aber man hat offensichtlich eine Pause, wenn man ins Inventar geht. Wildcap. Use 20 more times to reveal further details. Flourishes, blablabla. Hat einen Reveal-Effekt. Nee, used to reveal its effect. Hm, am Ende ist es giftig oder so. Mach ich erstmal nicht, wo ich so angeschlagen bin. Vielleicht finde ich hier irgendwann hier noch Heilung oder was. Glimpse of Futility. Ein Augenblick der Hoffnungslosigkeit oder... Ja, futile ist ja, wenn irgendwas nutzlos oder zwecklos ist. Futile. Aha. Hier reingelaufen ist. Oh, schön! Das ist richtig geiles Effektgewitter hier. Na komm, ich brauche Lebensenergie. Es ist schon... Also, es macht mich halt direkt irgendwie an, ne? Oh. Aua. Ethereum Moonshine. Alcohol distilled in the worst possible conditions. Ja gut, ich muss ja auch ein bisschen was kritisieren. Also, was mir jetzt nicht so gut gefällt... Also wenn ich die Gegner schlage, das scheint überhaupt keinen Effekt zu haben, so wirklich so impactmäßig. Also man sieht nicht, dass es jetzt irgendwie richtig wehtut oder jetzt auch wenn ich sie aufspieße mit der Riposte, dann sticht er einfach so in die Luft.
Und der Gegner fällt halt in sich zusammen. Ah, Baguette, Baguette. Zweimal benutzen, um mehr Details zu enthüllen. Futility, Inferior Moonshine. Was aber noch hier? Superior Moonshine. Nur die älteren Briganten kennen das Geheimnis, wie man das Elevation so pure, wie man ein Getränk so pur herstellen kann. Scripture of Repent. Es ist halt alles so ein bisschen hochtrabend auch, die Übersetzung. Also, nicht die Übersetzung, sondern halt die Beschreibungen. Die sind alle so ein bisschen ha-ta-ta-ta-ta. Aber es passt ja auch so ein bisschen. Sind wir echt für ein Typ, dass wir so komisch aussehen? Wow. Er schießt von da hinten mit dem Bogen. Wow, von da hinten schießen die schon. Ihr seid ja geil. Seht ihr, was ich meine? Also, der fällt halt in sich zusammen, aber nicht so, als würde ich ihn jetzt aufspießen, töten. Sondern der ist einfach in sich zusammengefallen. Das kann ich da. Oha. Wie gut, ich kann das. Okay, ich habe schon gedacht, das sieht so aus, würde es da weitergehen, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Aha. Ich dachte eben, da steht Gollum. Wer bist du denn? Oh! Wenn... Was? Noctivago! Au! Der ist fies, glaube ich. Oh nein. Eine Ausdauer. Was? Kann ich das... Okay, ich kann wieder zurück, aber... Okay, ich bin total verwirrt, Leute. Geht, okay. Oh, scheiße. Oh, das ist mies.
Alter Schwede, ich habe gerade so einen Arsch zusammengekniffen. Was habe ich da bekommen? Glimps, ja. Er zuckt noch. Weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber es sieht lustig aus. Glimps of Affection und Unknown Effigy. The likeness of an acolyte bowed in prayer. Sieht aus wie ein Akolyt, der im Gebet niederkauert oder so. Alles klar, den kann ich nicht benutzen. Shell is unknown. Glimpse of Affection. Viermal oder mehr benutzen. Trau mich halt nicht, aber ich esse mal so ein Baguettchen hier. Oh, ich kann sogar Rotten Food essen. Small amount. Ach hier, Baguette offers small boost of health. Und ja, das Rotten Food gibt einem sogar auch ein bisschen Lebensenergie. Wie praktisch. Gerottetes Essen. Erstmal so ein Pilz, auch wenn es wahrscheinlich giftig ist. Oh, regenerates 30 health over 30 seconds. Das ist ja geil. Alles klar, man muss halt erst... Das finde ich auch irgendwie logisch. Man muss erstmal ausprobieren, um herauszufinden, wie irgendwas funktioniert. Schon pfiffig. Pfiffig, pfiffig. Und ich könnte wetten, es ist genauso wie Souls. Wenn man hier drauf geht, dann muss man alles nochmal machen, oder? Sind alle Feinde wieder da, meine ich. Da mache ich noch alles. Warte mal, Shells, habe ich immer noch die eine, ja. Unknown Effigy. Ja, the likeness of an acolyte bowed in prayer. Jetzt hier. Scripture of Repent. Repent nicht sowas wie der Rückschlag oder zurückschlagen. Der Pilz müsste vielleicht auch schon wieder bereit sein, ha? Huh? Ja. Und er wächst wieder nach. Ach, wie schön. Oh, der hat es direkt gehört. Wie geil. Das macht den echt sauer. Wie geil ist das denn? Hoffentlich nur der eine, ja? Gut. Reicht auch, ne? Eieiei. Geben ihre Angriffe eigentlich viel zu schnell preis, aber es... Ich finde die Animation ziemlich geil auch noch. Dass mich jetzt hier einer überrascht, hallo? Aha, da ist auch was. Wie langsam man übrigens hier in dem Wasser wird. Au, scheiße. Eine geröstete Ratte. Oh, das ist ja lecker. Und noch mehr Glimps. Ist das sowas wie die Einsicht bei Bloodborne? Oh oh. Ihr seid so kacke, ne? Aber ich liebe es. Was ist denn da? Ist das im Wasser? Oh, Giftkröte. Glimps of Wisdom. Hab ich die schon mal benutzt? Weiß ich, was die machen? Nee, ne? Wisdom, Futility and Affection. Soll ich mal? Ich nutze es mal. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Hier was im Kompendium vielleicht? Glimps of Wisdom. Ja, Glimps into your shell when consumed. Seven more... Times to reveal, bla, ja.
10-mal muss ich das. Ja, ich habe keine Ahnung, was das macht so genau. Ich schaue auf die Balken unten, aber irgendwie... Glimpse of Perfection. Ah, jetzt habe ich diese Einsicht, also diese Glimpse bekommen. Gibt es einfach nur Glimpse oder was? Ein Spectral Token. A connection to the Spirit Realm. Ah, alles klar, das ist für die Spirit... Ach so, da wo ich ja auch dann... Wo ich dann aus meinem Körper geworfen wurde, ist das sowas? Ist das hier so eine Art Leuchtfeuer zum Rasten? Nee. Da habe ich auch letztes Mal... Also, was heißt letztes Mal? Da bin ich ja rausgekommen hier ursprünglich. Hä? Was? Was accepted? A chest is locked. Das ist eine Chest? Oh, da gehe ich nicht rein. Noch nicht. Jetzt ist die Frage, gehe ich erstmal zu den Jungs hier hinter und hau die kaputt? Wow. Das sieht doch alles so realistisch aus, oder? Also auch wie die nachladen und generell, also ich finde, das ist echt fein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Ich habe halt wirklich auch erst gedacht, so, oh, da wieder so ein Souls-like-Clone, ne? Du wirst sterben. Nee, ich will da mal nicht reinsprinten, wer weiß was. Die wirken halt auch ein bisschen lustlos, aber ich meine, die Hollows können auch gefährlich werden in Dark Souls. Es ist schon ein schickes Effektgewitter, wirklich. Wie einfach man hier Holz weghauen kann, finde ich super. Was ein Anjuentar, the semi-liquid and greasy rum of nectar. Aha. Dieses Tröpfeln eben, als wäre das so eine Tropfsteinhöhle irgendwo. Oh, ich glaube, da ist Tod. Erwartet der Tod. Und da ist eine Falle. Wow. Ich hab's doch gewusst, ich muss hier echt aufpassen. Die Typen haben überall Fallen ausgelegt, die Arschgeigen. Hört ihr das Tröpfeln? Also wie gesagt, ich finde halt diesen super düsteren, so Dark Fantasy-Stil für dich richtig geil. Ich kann es halt nicht sehen, wenn die Dinger immer so bunt sind und so fröhlich alles und so abgedreht und haha, immer so einen lockeren Spruch. Remnant of Tar. Little more than a remnant of nectar. Und eine Tar Spore. Mushroom often mistaken for a tar deposit. Es ist so abgefahren, wie gesagt, alles so wir, ne? Ah, ist noch. Ah, der wächst wieder nach, sehr gut. Ja, Pilze wachsen nach, das ist echt fein. Apropos. War das war hier?